Wir sind hier in Schweigheim in der Seidenstraße und sind alarmiert worden zu einer Gebäudedetonation, Explosion laut Funkmelder. Wir haben als erste Lage nach Anfahrt eine verletzte Person, die uns in Empfang hat, die berichtet hat, dass eine Gasflasche detoniert ist im Gebäude. Somit ist auch hier im unteren Teil des Gebäudes die Scheiben gebursten, haben dann als erstes dann zusammen im Rettungsdienst den Verletzten versorgt, haben dann auch geschaut, ob weitere Gefahr ausgeht. Es war nicht so, es war kein offenes Feuer, also keine Explosion, sondern eine Detonation. Und haben dann auch mit den Kräften von Winden, mit dem Gasmessgerät, das Gebäude untersucht. Die Messungen waren aufgrund dessen, dass wir hier schon mechanische Lüftungsmaßnahmen im Unterbereich und auch durch die geborstenen Fenster, haben wir dann keine weitere Gasmessung mehr vorgenommen. Somit konnte auch die Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr dann das Gebäude betreten. Also das Gebäude weist im unteren Bereich deutliche massive Schäden aus, die momentan mit unserem hauseigenen, zufälligerweise hauseigenen Gutachter zusammen mit der Polizei gerade begutachtet werden. Weitere Maßnahmen werden sich aus dem Einsatzverlauf herausstellen dann. Natürlich ist bei dieser Alarmmeldung immer davon auszugehen, dass es sich auch je nachdem, was der Meldende zusicht, wenn er eigentlich sieht, dass eine Gasflasche explodiert ist im Gebäude, geht man zunächst mal von mehreren Verletzten aus, was hier glücklicherweise nicht der Fall war. Somit wird Vollalarm für die Feuerwehr Schweigheim ausgelöst und zusätzliche Kräfte von der Kreisstadt Winnenden mit zusätzlichen Fahrzeugen angefordert, die spezielles Rüstequipment oder sonstiges bereithalten, was hier aber nicht gebraucht wurde. Die wurden dann unter Armschutz wurden die Messungen durchgeführt und diese wurden dann aber relativ dann als harmlos rausgegeben. Somit war dann das Gebäude für Polizei und weitere Feuerwehrleute zugänglich ohne Atemschutz. Okay. Deshalb konnte auch relativ schnell dann der Rettungsdienst aus dem Einsatz raus entlassen worden. Also laut erster Meldung war aufgrund Vollalarm Schweigheim ca. 45 Leute im Einsatz von Winden, denke ich mal aufgrund der Fahrzeugstärke, was angefahren ist. 25 einschließlich Rettungsdienst dennoch mit 3 Fahrzeugen sowie der Kreisbrandmeister. Ja, was denkt man natürlich? Ein Einsatz wie jeder andere auch. Momentan war natürlich aufgrund der Baustellensituation in Schweigheim der Einsatzweg sehr umständlich durch viele Straßensperrungen der Baumaßnahmen. Aber ich denke, es war von der Zeit her für Schweigheim eine Zeit, wo doch relativ viele zustande waren. Wir konnten zeitnah das Ganze hier zügig abwickeln. Wir sind alarmiert worden, Feuerwehrlage, es war eine Explosion gemeldet in einem Einfamilienhaus. Hier angekommen hatten wir dann eine verletzte Person angetroffen, keine weiteren Personen hier involviert. Deswegen waren wir mit 2 RTWs und einem Notarzt unter Bereitschaft hier ausreichend vor Ort.